Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, es ist jetzt wieder 2 Tage her. Ich glaube 2 Tage oder so. Was ist denn da markiert als Quest? Sprich mit Davis Wilson, genau, Verteidigungsmaßnahmen. Wir wollten mal anfangen, die ganzen kleinen Quest jetzt erstmal hier fertig zu haben. Hier Verteidigungsmaßnahmen, sprich mit Davis Wilson. Ich habe einen Streit zwischen Davis Wilson und einer Wissenschaftlerin mitbekommen, die eine neue, bessere Methode entwickeln will, um die Stadt vor Ashtar zu schützen. Ich sollte herausfinden, was los ist. So, ja, wir wollten jetzt mal anfangen, die kleinen Quests zu machen, weil wir haben jetzt nicht mehr viel offen. Beziehungsweise, wenn wir uns hier mal draufsetzen, wir können auch jetzt erstmal vielleicht zu unserer Basis auf der Erde mal fliegen und gucken, dass wir das vielleicht auch mal ausbauen können. Weil wir haben schon sehr lange keinen Basen. Ich hoffe, du hast deinen Auftrag genossen. Aber jetzt weg. Ich finde es immer noch schade, dass ich mir die Musik nicht so will. Ich habe aber auch mal geguckt gehabt, dass es wirklich irgendwie ein Bug. So, dass einfach irgendwie seit dem einen der letzten Updates einfach mal die Musik aufgehört hatte zu funzen. Aber wenn man ein neues Spiel startet, ich habe einfach mal, um zu testen, einfach mal ein neues Spiel startet gehabt, auch noch zusätzlich. So, einfach nur um zu gucken. Und da lief das mit der Musik. Deswegen habe ich mir die Frage gestellt, wie kriegt man das wieder hin? Also wird wahrscheinlich nicht so einfach. Ich müsste wirklich komplett wieder ein neues Spiel starten. Hier, Sollsystem, da wollte ich hin. So, und zur Erde. Ne, das ist die Mars. Der Mars, Merkur. Wo haben wir Erde? Venus. Da ist Erde. Genau, hier. Und unser Hauptquartier. Da wollten wir hin. Und da einfach mal wieder bauen, sagen wir so. Ich habe einfach viel zu lange hier mich mit sowas nicht mehr befasst. Läuft jetzt Musik wieder? Da hatte ganz kurz Musik gelaufen. So, genau, das ist unsere Basis. Können wir überhaupt was bauen? Das ist jetzt die Frage. Haben wir Rohstoff? Amila. Da fehlt uns Titan. So, Extraktor, Wasserdampf. Okay, können wir. Wir haben gar nichts an Rohstoffen? Kraftstoffgenerator, den können wir wenigstens bauen. So, was macht er denn? Betriebskosten Helium. Den wir nicht haben. Ist schon mal gut. Transferbehälter? Habe ich keine Ahnung von. Ich habe wirklich keine Ahnung. Einfacher Fabrikator. Ich glaube, mit dem Bauen, das wird nichts. Das wird nichts. Wenigstens Schlafsack könnte ich bauen, aber ich glaube, ansonsten wird das gar nichts. Ah! Den kann ich hier irgendwo hinsetzen. Okay. Ich glaube wirklich, dass mit dem Bauen wird nichts. Ein Waffenkoffer kann ich hier wenigstens setzen. So, Frachtlink. Frachtlink Intersystem, Crew Station. Den hätte ich gerne eigentlich irgendwo hier. Landeplatz klein. Auftragsbörse. Constellation Auftragsbörse. Kopfgeldbegleitungsding. Ich glaube, bauen wird wirklich nichts. Was ist denn hier?
Positronbatterie, Polytextil, reaktives Messgerät, schwerelos Aufhängung, schwerelos Draht, reaktives Messgerät, sterile Nanoröhrchen, Tau-Regelwiderstand. Hier ist aber nichts drin. Okay. Was habe ich denn hier gebaut? Gasspeicherkleid. Vor allem ist es auch klar, dass wenn man irgendwie hier, also mir ist klar geworden, wenn wir die Einheit betreten, fängt ein New Game Plus an. Da wurde ich leider ein bisschen gespoilert. Irgendwie so in der Richtung, dass das dann anfängt. Wir gehen mal zu unserem Schiff, weil ich kann jetzt doch nichts bauen. Ich habe gedacht, wir könnten bauen, aber anscheinend ja nicht. Aber naja, mal gucken, wie wir das dann hinkriegen. Vor allem, ich habe auch vor, eigentlich schon mit Starfield langsam zum Ende zu kommen. Ich weiß jetzt nur nicht, also den Speicherstand werde ich auf jeden Fall beibehalten, so weil sobald das DLC raus ist, das, ich glaube Februar soll das kommen. Und ich lasse mir da auch Zeit, bis ich mit dem DLC anfange. Weil ich wollte ja nach Starfield direkt eigentlich Enderal anfangen. So, aber ich lasse mir da auf jeden Fall Zeit. Werde ich aber trotzdem den Speicherstand beibehalten, dass wir dann hier mit dem DLC Shattered Space, glaube ich, hieß das, direkt loslegen können. Fluglaufbahn berechnet. Wir sind im Orbit, Captain. So, da. Dann fliegen wir nach Cheyenne. Dann machen wir halt einfach die Quest. Papa, meinst du, Solomon Coe hätte mich gemocht? Bestimmt. Dich mag doch schließlich jeder. Meinst du, er hätte dich gemocht? Wenn man deinem Grandpa glauben darf, hätte ich von Sorgen. Sauberer Spruch. Jo, danke. Du befindest dich im Freestar Collector Raum. Bitte scannen. Aber er hätte den Mann gemocht, der aus mir wurde. Mehr braucht dein nicht. Schiff riecht viel besser als Dads. Viel besser. Süß, dankeschön. So, zur Karte. Nach Aquila City. Wir wollen die Quest jetzt mal machen, den ganzen Kleinkram. Weil es kann tatsächlich so sein, dass da vielleicht noch gute Quests quasi uns ansonsten verloren gehen. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie viele gute Quests wir bereits verloren haben. So, oder übersehen haben, weil wir auch einfach zu wenig erkunden. Aber Starfield, ich finde, Starfield macht es einem schon sehr schwer, hier alles zu erkunden. Also, weil die Ladebalken, so, weil du zu dem Planeten nur hin und her laden kannst, sage ich jetzt mal. Klar, es ist möglich, über mehrere Stunden von einem Planeten zum anderen zu fliegen. Aber an sich, ich finde das schon sehr, sehr schwer, aktiv auf Erkundung zu... Also man muss wirklich schon richtig aktiv hier jeden Planeten einzeln ansteuern. Die Leute hier denken, Aquila gehört uns, aber es gehört den Eshtar. Ich muss zugeben, dass ich nicht in der Stimmung für ein Gespräch bin. Ich weiß, dass ich diese Frau einfach ignorieren sollte. Aber ich kann mir einfach nicht helfen. Sie war ziemlich daneben, das geht sie gar nichts an. Das klang alles ziemlich überzogen. Ich finde, sie hatte einige gute Argumente. Worum ging es da überhaupt? Das will ich wissen. Sie taucht hier auf und erzählt uns, wie wir unsere Stadt zu verteidigen haben. Kein Respekt für die Methoden, die seit Jahren funktionieren. Schert sich nicht um die Konsequenzen. Und erwartet, dass wir ihr dafür danken, dass sie uns das Leben schwerer macht.
Solche Arroganz habe ich noch nie gesehen. Ich finde, sie hatte einige gute Argumente. Dann hast du wohl genauso wenig Ahnung wie sie. Wir sind hier nicht in New Atlantis, wo die Sonne scheint und die Vögel zwitschern. Diese Mauern um uns herum sind aus gutem Grund hier. Und ich trainiere die Wachen hier schon seit Jahren, auch aus gutem Grund. Wenn wir Fehler machen und einen Augenblick wegsehen, dann töten die Eschter unschuldige Menschen. So sieht es aus, schlicht und einfach. Wenn also jemand hier reinmarschiert und meint, es besser zu wissen als wir alle, die ihr Leben der Sicherheit der Stadt gewidmet haben, dann geht uns das eben gegen den Strich. Du nimmst diese Sache ziemlich ernst. Sie will sicher nur helfen. Wenn die Sicherheit verbessert werden kann, ist das für alle von Vorteil. Was hat sie denn vor? Was weiß ich. Irgendeinen Hokuspokus mit Sensoren und Verhaltensprognosen. Aber darum geht es nicht. Sie will hier einfach alles umkrempeln. Und das sehe ich nicht ein. Wir sind bisher bestens klargekommen. Wenn die Sicherheit verbessert werden kann, ist das für alle von Vorteil. Tja, wenn. Ich werde bestimmt nicht ohne irgendwelche Absicherungen ihre neumodische Technik testen. Hör zu. Mich darüber aufzuregen ist nicht gut für meinen Blutdruck. Wenn du meinst, du kannst sie zur Vernunft bringen, dann nur zu. Sonst überlass die Verteidigung der Stadt lieber den Leuten, die das ihr ganzes Leben lang schon tun. Hallo, ich gehöre zu den Rangern. Ich hab... Egal. Ich mag ihn gerade nicht. So. Wir müssen klüger sein. Cleverer mit den Eschter umgehen. Du siehst nicht so aus, als würdest du meine Kondensatoren liefern. Also, was kann ich für dich tun? Du hattest wohl ein Problem mit Davis Wilson. Ich habe gehört, dass du die Stadt durch neue Technologie verteidigen willst. Man hört, du wärst eine ziemliche Unruhestifter. Brauchst du mich, um dir ein paar Kondensatoren zu besorgen? Nein, das hast du falsch verstanden. Ich habe sie letzte Woche bestellt. Ich warte nur auf die Lieferung. Also, brauchst du was, oder? Du hattest wohl ein Problem mit Davis Wilson. Im Gegenteil. Mr. Wilson hatte ein Problem mit mir. Ich weiß nicht, ob er einfach nur auf stur stellt oder meine Vorschläge völlig falsch verstanden hat. Ich weiß nicht, was du gehört hast. Und es ist mir ein Rätsel, warum die Sache sich so weit herumspricht. Ich habe nicht vor, irgendjemandem den Job zu stehlen oder Ash da frei durch die Stadttore spazieren zu lassen, egal was alle behaupten. Weiterhin sollen meine Vorschläge keinen Angriff auf die Kompetenz der aktuellen Sicherheitskräfte und Methoden in Aquila City darstellen. Das sollte alles klarstellen. Das hat jetzt nicht groß für Klarheit gesorgt. Kapiert, macht total Sinn. Ich bin da ganz auf deiner Seite. Hat auch nicht ganz für Klarheit gesorgt. Oh, na gut. Dann muss ich wohl an meiner Kommunikation arbeiten, denn das passiert ständig. Ich muss einfach nur beweisen, dass meine Technik helfen kann. Dann wird er einsehen, dass ich recht habe. Tatsächlich könnte ich wirklich Hilfe gebrauchen, damit alles nach Plan funktioniert. Könntest du für mich ein paar Sensoren aufstellen? Okay, komm. Das ist großartig. Nimm diese Sensoren und platziere sie an bestimmten Orten entlang der Mauer. Komm danach zu mir zurück. Ich suche mir inzwischen eine andere Beschäftigung, damit ich kein Misstrauen errege. Okay, 4 Sensoren. Wachsamkeit ist in Aquila City alles. 4 Sensoren. Autsch. Ach, nur da hinten? Autsch. Du bist oft da draußen, oder? Im Weltall? So. Aktivieren. Bloß nie wie diese Spacer. Die sind der Abschaum der Galaxie. Sie plündern, stehen. Ja, mal gucken. So, hier auch nochmal. Und da hinten. So. Aquila City ist wirklich das Herz des Freestar Collective. Ich habe mittlerweile das Gefühl, es ist näher. Weil Aquila ist mir irgendwie zu langweilig, sagen wir mal so.
Neon ist doch ein bisschen spannender. Da sehe ich doch eher irgendwie mehr das Herz von. So. Hä? Ach da, da läuft sie. Hier Uni. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten. Die Sensoren wurden platziert. Damit wäre das erledigt. Der nächste Schritt ist etwas heikel. Siehst du diesen Wachturm da drüben? Ich muss da hineinkommen und an dem Computer dort ein paar Modifikationen vornehmen. Ich habe nicht genug Rechenleistung, um die Daten von den Sensoren zu verarbeiten, aber das bestehende Netzwerk hier schon. Okay, ich kümmere mich darum. Ach, herrje, ich kann mich wohl wirklich nicht gut ausdrücken. Den Teil mache ich selbst. Aber vor dem Turm steht jemand Wache und der wird mich nicht reinlassen. Du musst ihn für mich ablenken. Es sollte nur wenige Augenblicke dauern. Also, überrede ihn, eine Pause zu machen oder so. Falls du in besonders aufmüpfiger Laune bist, könntest du ihm etwas zu tun geben. Du weißt schon etwas, das Davis als Krawall bezeichnen würde. Sobald er beschäftigt ist, schlüpfe ich rein und bin wieder raus, bevor jemand etwas merkt. Klar? Auf geht's. Okay, ich finde, stiehlt er das vor den Augen der Wache und bringt die Wache dazu, den Turm zu verlassen. Wo ist denn der Turm? Da hinten. Das könnte lustig werden. Komm, ich will hoch. Ranger? Was führt dich zur Wand? Langeweile? In dem Fall hast du nämlich den Hauptgewinn gezogen. Ich kann nicht mehr sagen, aber ich brauche hier ein paar Minuten allein für einen guten Zweck. 1000 Credits zahlen, ich habe hier ein Date, ich hatte auf Privatsphäre eine Diskretion gehabt. Freestyle Ranger? Ich bin ein Freestyle Ranger. Du musst dieses Gebiet kurzzeitig verlassen. Alles in Ordnung? Okay, ich gehe ja schon. Okay, das hat gefunzt. Nice. Sprich mit Keoni. Autsch. Knochen. Das wäre also erledigt. Danke für die Hilfe. Hoffentlich bist du nicht allzu mitgenommen. Ich bin sofort dabei, wenn es mehr Gesetze zu brechen gibt. Wir haben keine Gesetze gebrochen, nur die Regeln etwas gebeugt. Alles wird gut, du wirst schon sehen. Sobald genug Daten gesammelt wurden, kann ich sie alle überzeugen, allen voran Davis, dass meine Technologie nützlich ist. Wenn du neugierig bist, komm morgen wieder. Bis dahin könnte ich erste Daten haben. Okay, darf ich mich dazu setzen? Werte Damen. So, okay, wir warten dann einfach mal 24 lokale Stunden. Ne, 28 UT hieß da. 24 UT. Okay, ja, okay, 28 UT würde auch noch gehen. So, einfach nur kurz warten. So. Falsch positiv. Aktualisiert, okay. Da hinten ist er. Okay, ich musste kurz die Kamera ein bisschen anders einstellen. Da ist er. Reden wir mal mit der guten Dame. Wollte wirklich jemand die Daten verfälschen? Ist wohl die einzige Erklärung.
du bist es. Ich habe die Daten von den seismischen Sensoren und ich brauche Hilfe. Nichts, das dir Ärger einbrocken könnte. Versprochen. Ich helfe gern, wenn ich kann. Wenn Krebs im Spiel mit im Spiel sind, bin ich dabei. Vielleicht eine andere. Was brauchst du? Jemand muss für mich mit Davis Wilson reden. Er ignoriert mich komplett. Und alle anderen Sicherheitskräfte auch. Okay, ich guck mal. Oh, danke. Es ist wirklich schön, das zu hören. Es scheint sonst niemanden zu kümmern. Erinnerst du dich an die Sensoren, die du für mich aufgestellt hast? Tja, Davis Wilson ist deshalb ziemlich sauer. Das war wohl zu erwarten, aber jetzt will keiner der Sicherheitskräfte mit mir reden. Sie zeigen mir die kalte Schulter. Und ich muss wirklich mit ihnen arbeiten, denn die Daten von den Sensoren sind... Nun ja, sie sind ganz und gar nicht, was ich erwartet hatte. Was stimmt nicht mit den Daten? Irgendwie alles? Das Timing der Ergebnisse, die Signalstärke... Ich habe viel über die Ashtar recherchiert, bevor ich das Projekt startete. Und nichts sieht so aus, wie es sollte. Ich bin sicher, dass die Security alles unter Kontrolle hat. Vielleicht funktioniert deine Technik nicht richtig? Die Technik funktioniert. Ich hätte das Projekt nicht angefangen, wenn ich mir da nicht sicher wäre. Hör zu, ich habe die Sensoren gegen Davis Willen aufgestellt. Das war falsch. Ich verstehe, wenn er nichts mit mir zu tun haben will. Aber, tja, was soll ich sagen? Diese Daten sehen aus, als hätte jemand absichtlich das System manipuliert. Ich kann nicht einfach losziehen und ihn beschuldigen. Aber vielleicht könnte jemand, du zum Beispiel, sich umhören, ob da etwas im Gange ist? Ich wäre dir sehr dankbar. Okay, interessante Wendung. Also... Ich habe irgendwie eher mehr so das Gefühl, dass sie einfach nur ein bisschen grün hinter den Ohren ist. Und die ist ja genauso stur wie, Oh, hier kommt... Doch, komm hier. Aua. So. Kannst du Jims Liste überhaupt lesen? Dafür braucht man echt eine Lupe. Da fehlen scheinbar 2 Kisten Aluminium. Nee. Die hat die Wache für die Verstärkung des Geländers genommen. Hier ist eine Notiz von Bailey. 2 Kisten Aluminium. Bailey. Nicht so der Literat, oder? Du hast Glück, dass du das hast. Nun, sieht aus, als wäre das alles in Ordnung. Okay, ich hatte kurz gedacht, hier kommt vielleicht eine neue Quest. Hätte ja sein können. Dass wir vielleicht irgendwie noch eine neue Quest irgendwie freischalten oder so. So, dann quatschen wir mal mit... Die Leute hier denken, Aquila gehört uns, aber es gehört den Ashtar. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe gerade viel um die Ohren. Wenn dein Anliegen nicht unheimlich dringend ist, komm bitte ein anderes Mal wieder. Kioni denkt, dass du ihr den Sohn sabotiert hast. Ich habe gehört, dass mit den Ashtar etwas Sonderbares geschieht. Entschuldige die Störung, ich komme später noch. Ich habe gehört, mit den Ashtar etwas Sonderbares... Ist das so? Und hast du das vielleicht von einer sogenannten Erfinderin gehört, die mir nichts als Kopfschmerzen bereitet? Kioni beunruhigen die Daten, die sie erhält. Ich bin nur besorgt und brauche Gewissheit. Sag mir einfach, ob du... ich bin nur besorgt und brauche Gewissheit. Beunruhigen die Daten, die sie erhält. Tatsächlich? Erst tut sie also genau das, was sie nicht tun sollte. Und jetzt ist sie beunruhigt? Sie hat uns das Leben schwerer gemacht, aber dafür habe ich gerade keine Zeit. Ich muss mich um wichtigere Dinge kümmern. Ich beobachte die Ashtar jetzt schon seit langer Zeit und plötzlich ändert sich ihr Verhalten. Das kann kaum ein Zufall sein. Das ist nicht Kioni schuld. Wenn sie irgendwelche Probleme verursacht hat, wird sie sicher bei ihrer Lösung helfen. Vielleicht erklärt das die Daten, die sie erhält. Das mag sein, aber fürs Erste sind mir ihre Daten vollkommen egal. Jetzt muss ich wieder da raus und mir ein Bild von der Lage machen. Soll ich helfen? Du siehst zäh aus. Da du dich so für die Sache interessierst, willst du vielleicht mitkommen? Ja, komm. Ich hätte schon mit fiesen Kreaturen zu tun. Ich bin dabei. Den Spruch habe ich schon von mehr als einem Jäger gehört. Alle haben ihn hinterher bereut. Rüste dich aus und komm zum Tor.
Dann ziehen wir los. Okay, begib dich zum Osttor. Ja. Lass mal auf Ashtar-Jagd gehen. Ich glaube, ich hab... Wie heißt das noch? Hühneraugen? Ja, die hab ich. Wachsamkeit ist in Aquila City alles. Also gut. Bereit zum Aufbruch? Ja. Bereit geht nicht, los. Okay, gut. Bleib dicht bei mir und behalt die Umgebung im Auge, dann passiert nichts. Wir sind im Handumdrehen wieder zurück. Mit ein paar Antworten im Gepäck. Warte mal, ich wechsle vielleicht. Ich wechsle mal hier zu. Wieso? Ich dachte, wir kriegen ein paar Leute mehr hier. Für die Ashtar-Jagd. Genau das meinte ich. Diese Spuren sind seltsam. Die Abstände und die Tiefe der Abdrücke passen nicht. Gehen wir weiter. Okay, wohin? Wie vor? Wieso ist er so langsam? Die Ashtar sind clever, aber für gewöhnlich berechenbar. Diese Spuren sehen anders aus als erwartet. Da stimmt was nicht. Die Spuren führen in diese Richtung. Welche Richtung? Ich sehe auf jeden Fall... Was zum Teufel? Ach so, doch, hier. Das ist einer unserer Security-Bots. Wollte jemand die Ashtar imitieren? Warum in aller Welt? Shit, hörst du das? Pass auf, da kommt was! Was? Ach so, hinter mir war auch noch einer. Warte mal, ich wechsle vielleicht mal hierzu. Dich zu wehren. Die meisten anderen versetzt ein Ashtar in Panik. Dich nicht. Aber jetzt bin ich noch verwirrter. Wer zur Hölle hat das getan? Und warum? Kioni hat damit nichts zu tun. Vielleicht hält das jemand für einen gelungenen Scherz. Ich glaube, das hat Miss Alpin zu verantworten. Vielleicht hält das jemand für einen gelungenen Scherz. Wir hätten draufgehen können. So ein Scherz würde sich niemand erlauben. Das war jemand von der Aquila Security. Nur wir haben Zugriff auf diese Roboter und können sie befehligen. Ich muss das genauer überprüfen. Vielleicht finde ich eine Spur. Du solltest so lange zurück in die Stadt. Check im Kasernencomputer in den Zugriffsprotokollen, wer für diesen Bot zuletzt verantwortlich war. Wenn ich fertig bin, treffen wir uns in der Stadt. Okay, das wird doch viel spannender, als ich jetzt gedacht habe. Aber Moment mal. Hatte nicht Kioni oben auf dem Turm hier gerade noch vor 24 Stunden da irgendwas machen wollen? Hat sie den Bot da? Hat sie den Bot vielleicht dahin getan? War das ist das ihre Schuld vielleicht? Mir gefällt nur das Logo. Stimmt total. Ich will so einen Hut.
Ich habe mittlerweile, was Kioni angeht, ein sehr, sehr schlechtes Gefühl. Wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke. Ein schönes kaltes Bier. Das Chunks verkürzen deine Lebenszeit. Nee, das ist auch wieder falsch. Der Weg. Muss ich so machen. Ohne die Mauern wäre die ganze Stadt ein Ashtar-Buffet. Akila Wachkaserne. Gehen wir rein. Finden wir raus, was los ist. Ich mag das Outfit auf jeden Fall. Muss ich ehrlich sagen. Ah, mal wieder Besuch von außerhalb. Wie gefällt dir die Laserpistole? Piu, piu! So, ich muss an euer Computer ran, ja? So, Patrouillennotizen. Kleines Rudel Ashtar auf dem Nordkamm. Wieder mal eine Schlägerei bei Aegis. Zwei Leute in der Ausnüchterungszelle. Die kleine Emily hat einen waschechten Taschendieb erwischt. Hab ihr einen Sticker gegeben. Großer Fehler, ich bin kein kleines Kind, sagte sie. Beim Raumhafen wäre es beinahe zu einer Schießerei gekommen. Keine Ahnung, was genau da los war. Niemand hat eine Anzeige gestellt. Ausrüstungsvergabe. Wenn jemand Almetos Helm findet, gibt es eine Belohnung. Da drin steckt ein Foto von seinem Sohn. Das ist ihm sehr wichtig. Oh. Robot-Updates. Letzter Eintrag. Kirkland B. Datenkorruption erkannt. Bailey Kirkland. Wer ist Bailey Kirkland? So, okay, suchen wir Bailey. Du bist Wenn Bailey? Wenn die Leute wüssten, was wir alles für sie tun. Oh, hallo. Hi. Schon wieder zurück? Davis meinte, ihr wolltet zusammen auf Patrouille. Es geht ihm gut, oder? Ist nichts Schlimmes passiert, richtig? Ich habe die Sicherheitsprotokolle überprüft. Ich weiß, was du getan hast. Es geht uns beiden gut. Ist aber sicher nicht dein Verdienst. Ihm wird es nicht gefallen, wenn er hört, dass du den Roboter da rausgeschickt hast. Oh nein. Pass auf, es sollte niemand verletzt werden. Dieser ganze Quatsch mit dieser Nervensäge und ihren Sensoren geht Davis auf den Sack. Und das macht sich bemerkbar. Dieser verdammte Roboter sollte bloß ihre Daten durcheinander bringen und dann zurückkommen. Er hätte nicht ausfallen dürfen und schon gar nicht die Ashtar aufstacheln. Wenn meine Taschen richtig schwer vor Credits werden, würde ich es vielleicht nicht zu Davis schaffen. Klingt, als wäre es Zeit, sich nach einem neuen Job umzusehen. Ich werde Davis bitten, dich nicht so hart ranzunehmen. Spielt keine Rolle. Ich hab's schlimm versaut. Ich hatte jetzt irgendwie kurz gedacht gehabt, Kioni hat damit irgendwie was zu tun gehabt. Aber okay, sie wollte eigentlich nur Davis helfen, ihm was Gutes tun, hat's vermasselt. Und kann eigentlich auch von Glück reden, dass Davis und okay, wir hätten das wahrscheinlich so oder so überlebt. Du leidest an Nabelschwund, oder? Was? Also, nein, Nabelschwund. Nicht, dass ich wüsste. Bei was dem Nabelschwund? Warst ziemlich erstaunlich. Arsch. Was? Das war ein Witz, Mann. Okay, keine Ahnung. Aber ich glaube, der hat ihn einfach nur sagen wollen, er ist fett. Okay, da war zu hoch. Cooler Raumanzug. Danke. Der Bot war total hinüber. Ich stehe mit leeren Händen da. Hattest du mehr Glück? Weißt du, wer dahinter steckt? Lügen? Nein, die Protokolle waren beschädigt. Keine Chance, den Schuldigen zu identifizieren. Bailey Kirkland ist dein Schuldiger. Kirkland meinte, sie wollte damit dein Leben leichter machen. Kioni hätte deine Arbeit beeinträchtigt. Dein Ernst? Oh, Bailey, wie konntest du nur? Sabotage. Und das durch unsere Leute. Die Welt spielt verrückt. Tja, danke für die Hilfe. Jetzt muss ich mich darum kümmern. Ich lasse dir ein paar Credits zukommen. Ist nicht viel. Wir sind hier nicht gerade reich.
Gib Kioni Elpin etwas Zeit für ihre Datenerhebung. Vielleicht, nun ja, hilft uns ihre Forschung. Jemand, der so stur war wie er, lässt sich so einfach überzeugen. Okay, in 24 Stunden wieder mit Kioni. Wo können wir uns hinlegen, hinsetzen, wie auch immer? Irgendwo? Mission aktualisiert, Alpha-Tier. Ich würde irgendwo schon was suchen wollen, wo ich mich einfach schlafen legen kann. So ein Bett wäre schon nützlich. Gibt es hier ein Bett? Hat hier anscheinend kein Bett. Ist mir egal, dass die UC diese... Sorry, ich habe sehr viele Reparaturaufträge. Okay, dann halt nicht. Ich suche nur ein Bett. Oder irgendwas, wo ich mich schlafen legen kann. Also. Ach, ja, Mann. Zeitschrift, okay. So, die mussten wir alle sammeln. So, okay. Was machen wir jetzt dann? Schlafen. Oder komm, wir setzen uns hier einfach mal hin. Und warten hier mal 24 Stunden. Oder 24,5 Stunden. So, okay. Was können wir dann... Also ich will schon wissen, wie die Quest hier weitergeht, weil es scheint doch eine etwas größere, längere zu sein. Anstatt irgendwie nur mit ein, zwei kleinen Aufgaben schnell erledigt. Das Warten dauert mir einfach nur zu lange hier. Ja, komm. So, sieh bei Kioni Alpin vorbei. Da stand nicht, dass er Diebstahl ist. System ist lebendig. Es verändert sich. Im Moment klappt unser Umgang mit den Äschter. Wir müssen vorbereitet sein. Hey, wie geht's? Hältst du dich aus Ärger raus? Heraushalten? Nein, ich suche danach. Das könnte ich dich auch fragen. Nun, da du mich nicht bittest, das Gegenteil zu tun, geht es mir gut. Heraushalten? Nein, ich suche danach. Naja, wenn's dir so gefällt. Ich hatte in diesem Leben schon genug davon. In letzter Zeit läuft es besser. So langsam kommen Davis und ich besser zurecht. Freunde werden wir wohl kaum, aber wenigstens reden wir jetzt miteinander. Er scheint den Wert meiner Forschung endlich erkannt zu haben. Freut mich, dass ihr zwei miteinander auskommt. Ich hoffe, du hast dich bei ihm entschuldigt. Ihr seid beide ziemliche Dickköpfe. Das ich weiß, Fall. Ich weiß. Wir beide haben das begriffen und wollen uns bessern. Apropos Davis... Ehrlich gesagt sorge ich mich ein wenig um ihn. Die jüngsten Daten legen nahe, dass in letzter Zeit jemand deutlich häufiger auf Patrouille geht als früher. Ich bin mir sicher, dass es Davis ist. Kann nicht anders sein. Vielleicht habe ich ihn unabsichtlich zu weit getrieben oder bin kurz davor. Das macht mir Sorgen. Er macht nur seine Arbeit. Wieso redest du nicht mit ihm, wenn du dir solche Sorgen machst? Das ist eine gute Frage. Wir reden zwar miteinander, aber meine Anwesenheit scheint ihn immer noch zu reizen. Ich will die Lage nicht verschlimmern. Ich komme mit Daten und Technik besser zurecht als mit Menschen
und habe bereits Chaos angerichtet. Würdest du mit ihm reden? Das würde mich auf jeden Fall beruhigen. Okay. Reden wir mal mit ihm. Autsch. Schmerzen. Ich mach meinen Körper hier kaputt. Super. Unglaublich, dass Bailey etwas so Dämliches macht. Oh Mann. Warum nur bereitet dein Anblick mir jedes Mal Kopfschmerzen? Davis, das verletzt mich. Oh. Sicher bist du am Boden zerstört. Also, wie kann ich helfen? Kyori meint, dass du zu viel Zeit auf Patrouille verbringst. Wir machen uns Sorgen, weil du so viel Zeit außerhalb der Mauern verbringst. Falls du Todeswünsche hegst, das geht auch angenehmer als durch Ashtar. Wir machen uns Sorgen. Soll ich jetzt beruhigt sein, weil sich jemand um mich sorgt? Oder beunruhigt, weil mich jemand stalkt? Na, obwohl wir inzwischen etwas besser zurechtkommen, trifft diese Frau immer noch einen wunden Punkt bei mir, ohne es zu wollen. Sag mir, was dich da hinaustreibt. Kioni tut nichts, was deine Arbeit sabotieren will. Sag mir, was dich da hinaustreibt. Ehrlich gesagt bin ich nicht ganz sicher. Ist so ein Gefühl. Als wir da draußen auf diesen Roboter stießen, war das natürlich ein Schock. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass einer unserer Leute uns so in Gefahr bringen würde. Doch inzwischen wurde mir klar, dass nicht alle Spuren auf diesen Vorfall zurückgehen. Dafür sind sie zu groß und zu verbreitet. Du glaubst, dass sich da draußen noch eine andere Kreatur herumtreibt? Du meintest selbst, dass das ein Schock war. Vielleicht ist das auch schon alles. Du bist überarbeitet und brauchst ein bisschen Ruhe. Ja, das befürchte ich. Falls es einen noch größeren und gefährlicheren Ashtar gibt, muss ich das wissen. Ich sag dir was. Wenn ihr euch solche Sorgen macht, dann komm doch mit. Du kannst mich im Kampf unterstützen oder ordentlich auslachen, falls am Ende nichts gewesen ist. Rüste dich vorher aus, falls nötig. Und schnapp dir die dickste Knarre, die du kriegen kannst. Nur für den Fall. Bin gerüstet, ziehen wir los. Alles klar. Kioni hat mir ihre Daten gezeigt. Cleveres Mädchen. Sie weiß so einiges mit ihrer Fortschritte erzielen. Vorsicht, wenn du auf diese ihre Datensätze fehlerhaft zu sein. Die fühlen sich wie doch die vielleicht stimmt das nicht. Ein Ashtar, der größer und schneller ist, würde zu den Spuren passen. Trotzdem hoffe ich, dass sie recht hat und es nur ein Glitch ist. Glitch? Und behalt das für dich. Sie soll nicht übermütig werden. Gut, da wären wir. Gehen wir da lang. So, ich mache hier aber jetzt mal eine kurze Unterbrechung und bin sofort wieder da. Bis gleich. Fiel mir wieder eine Geschichte aus meinem ersten Jahr auf Aquila ein. Die hatte ich total vergessen. Hier gibt es immer wieder Typen, die sich für die Allergrößten halten. Manche zieht es auf der Suche nach Reichtum in die Wildnis. Wollen unbedingt das große Ding landen. Mining, Botanik, was auch immer. Greifen die wollen an. Den Schuss einfach nicht hören. Die meisten kommen nicht zurück. Doch eines Tages schleppte sich ein Miner von irgendeinem Konzern halbtot und blutend in die Stadt zurück. Sagte, er hätte da draußen einen hausgroßen Ashtar gesehen. Die Älteren meinten, er würde im Fieberwahn reden. Ich selbst, naja, war noch neu und hörte bloß zu. Mittlerweile frage ich mich, ob er vielleicht doch nicht fantasiert hat. Vielleicht hatte er wirklich etwas gesehen. Vielleicht hätte ich schon längst herkommen sollen. Shit, das muss es sein! Was? Was auch passiert? Du kämpfst dich zurück in die Stadt und berichtest davon. Hast du gehört? Was? Optional sorge dafür, dass Davis Wilson überlebt? Verdammt großer Scheißkerl! Alpha-Elster? Sprich mit Davis. Ganz ehrlich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Ohne deine Hilfe hätte ich das nie geschafft.
Das war Spaß. Lass uns das mal wieder machen. Du bist echt unglaublich. Weißt du das? Diesmal haben wir zum Glück überlebt. Aber das hier wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Jetzt wissen wir, dass es diese Viecher gibt. Um sie von den besiedelten Gebieten fernzuhalten, müssen wir sie aufspüren. Das geht nur mit vereinten Kräften. Ich werde also meinen Stolz hinunterschlucken und dich bitten, Kioni davon zu erzählen. Sie muss wissen, dass ihre Daten korrekt waren. Sie soll sich darauf konzentrieren. Ich möchte dich nicht hier draußen zurücklassen. Mach dir um mich keine Sorgen. Danke nochmal fürs Retten. Okay, gehen wir mal. Der flieht in meine Richtung. Interessant. Okay, reden wir mit Kioni. Ich hatte jetzt aber irgendwie ein bisschen härteren Kampf erwartet. Sagen wir so. Der ging ganz schnell vorbei. Hier kommen wir nicht hoch. Dann gehen wir hier rum. So. Nein. Hat nicht gefunzt. Muss ich die Treppe nehmen? Na, guter Tag heute? Ja, bis jetzt. Kioni. Was ist passiert? David und ich haben eine neue Sorte Ashtar gefunden und getötet. Ich hatte also recht. Meine Daten waren korrekt. Und ich habe noch daran gezweifelt. Ich hatte gerade angefangen, das Ganze für einen Fehler zu halten. Ich dachte, vielleicht hätte ich meine Nase da wirklich nicht reinstecken sollen. Davis war so überzeugt davon, dass alles unter Kontrolle ist und meine Hilfe nicht gebraucht wird. Aber so ist es nicht, oder? Lass dir das besser nicht zu Kopf steigen. Du weißt, was du drauf hast. Lass dir von niemandem was anderes erzählen. Keine Zeit, sich selbst auf die Schulter zu klopfen. Wir haben Arbeit vor uns. Ja, du hast recht. Ich muss die vorhandenen Daten neu auswerten. Wer weiß, was ich übersehen habe. Ich werde mich da gleich dran setzen. Doch vorher wollte ich dir noch das geben. Ist selbst gebaut. Hoffentlich zeugt es nicht von schlechtem Geschmack. Ich fand es einfach witzig. Naja, danke nochmal. Was habe ich bekommen? Sport Assassin hinzufügen. Was habe ich bekommen? Die Sport Assassin. Pack den mal hier unten hin. Okay, was für eine Quest haben wir jetzt offen? Ach, das ist schon fertig, okay. Was ist so? Treibe ich Schulden von Dieter Maliki ein. Würde ich dann als nächstes jetzt machen wollen, weil wenn wir hier fertig sind. Machen wir dann erstmal einfach nur die kleinen Quests. Weil Basendorf können wir jetzt so einmal nachladen. Und wieder auf unsere Lieblingspistole. Wow, du hast doch die Crimson Fleet ausgeschaltet, oder? Ich habe einen Kumpel bei der Systev, der hat mir alles erzählt. Abgefahren. Kein Thema. Der Wartungstechniker ist in der Hütte vorne, falls du ihn brauchst. Ne, ich glaube, den brauche ich gerade nicht. So. Vor allem, warte mal, ich will auch hier bei Kräften einmal gucken. Was haben wir bisher jetzt alles? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da fehlen aber noch einiges. Wird unentdeckte Tempel 3 momentan. Ich würde schon gerne auch noch mehr Tempel suchen gehen wollen. Müsste ich auch noch mal mit Vlad reden. Dass wir auch noch ein paar Tempel machen. So, aber ich will jetzt auch erstmal die
Nebenquests machen. Dass wir da ein paar erfüllt haben. Also, Fräulein, ich bleibe im Vorflugcheck abgeschlossen. Ist nicht so, als wärst du sauer. Ich weiß, dass du es nicht bist. Ich habe gelernt, dass die Leute auf der Erde mit Hilfe der Sterne navigiert haben. Echt cool. Aber es hat auch nur funktioniert, weil sie nur auf einem Planeten gelebt haben. Ja. Wenn man nur auf einem Planeten lebt, dann kann man sich auch an den Sternen orientieren. Der Ausblick ist unglaublich. Wir sind im Orbit. So. Erinnere mich daran, dir zu erzählen, wo ein gewisser Solomon Coe durch seine Sternenbeobachtungen gelandet ist. Können wir bis nach Sirius? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist zu weit weg. Doch, es funzt. Das würde funzen. Wir fliegen dann durch den Planeten. Durch Akira dann. Sirius 2. Militärposten. Okay, landen wir da. Bitte lass eine Landeanimation kommen. Ich hoffe, Landestützen bereit. Bremsraketen aktiv. Komm, wir stehen einfach auf. Hallo! Ich lasse Sarah hier auf dem Schiff. Habe ich kein Problem mit. So, und raus. Es gibt hier nur Ressourcen, okay. Warte mal, hat. Temperatur minus 44 Grad, kein Sauerstoff, okay. Auch ein komischer Planet, muss ich ehrlich sagen. Ist das Eis oder was ist das? Oder Sand einfach nur? Dreck. Irgendwie sowas in der Richtung. Militärposten entdeckt. Guten Tag, der Herr. Ich müsste einmal mit dir reden. Nicht mit dem Sofa, mit Dieter Malik. Hast dir echt Mühe gegeben, mich zu finden? Du kannst mich nicht einschüchtern, klar? Eigentlich vertreibe ich Versicherungen. Ich habe ein super Angebot für eine Lebensversicherung. Ich bin im Auftrag der Gelbank hier. Es ist an der Zeit, dass du deine Schulden zurückzahlst. Nee, eigentlich vertreibe ich Versicherungen. Aha. Ich meine. Du hast echt Mut, muss ich sagen. Ich gebe dir eine letzte Chance. Verschwinde und lass andere Jungs die Gelbank-Drecksarbeit machen. Denn sonst geht die Sache hier nicht gut für dich aus. Überzeugen, die Gelbank wird niemals aufgeben. Es wäre besser, wenn du einfach bezahlst. Für ausreichend Credits könnte ich sonst berichten, dass ich dich tot aufgefunden habe. Das habe ich schon mal versucht.
Ohne Erfolg. Die Gale Bank kam dahinter. Du hattest deine Chance. Dann halt nicht. Willst du jetzt das wird lustig. Starte Landry-Bericht. Er wollte kämpfen. Ich hab's mit Humor versucht, ja. Ein Fernglas. Hatte ich hier noch mehr zu looten? Hier nochmal Credit. Sushi. Gibt's hier noch mehr? Eigentlich schade, ich hätte ihn gerne am Leben gelassen. Urbane Kleidung, Neo City. Nehmen wir mal mit. The Classic Rocks, okay. Fand ich jetzt schade. Ich hätte ihn gerne eigentlich am Leben gelassen gehabt. Humor mochte er nicht, aber okay. Der war aber auch nur Level 5, das... Also... Der hätte es eh nicht überstanden gehabt. So. Das heißt, wir können dann jetzt auch noch einmal ganz schnell zurück in die UC, nach New Atlantis. Und versuchen da, beziehungsweise wir geben dann da die Quest einfach nochmal ab. So. Und abheben. Ich bin bereit. Cora. Apogeum Final. Wir sind im Orbit. So, Akila. Alpha Centauri, da. Da wollte ich hin. So, komm. Und los. Navigationscheck passt. Wir sind am richtigen Ort. Achtung, du trittst in den Raum der United Colonies ein. Bitte Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Scan abgeschlossen. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Okay. So, da will ich hin. Hallo. So, okay, dann halt so auf diese Art. Hier Geschäftsdistrikt. Da wollen wir hin, da wollen wir landen. United Colonies beschuldigen das Freestar Collective gegen den Vertrag von Narion verstoßen zu haben. Es folgt ein kurzer, blutiger Rachefeldzug, der Koloniekrieg. Von Soldatum 2308 bis 2311. Okay, 3 Jahre ging der Krieg, oder wie? Oder erst danach ging der Krieg los? Irgendwas zu melden? Nö, ich hab nichts zu melden. Gerade. Zumindest nicht an, die. Nachrichten kommen auch keine mehr gerade, irgendwie. So. Moin, hat zwar ewig gedauert, aber... Ich wünsche dir viel Glück, ehrlich. Ah, mein Lichtblick am Kredithimmel. Dieters Schulden sind also beglichen und die Gale Bank kann einen weiteren Triumph verbuchen. Ich schätze, nein,
Ich hoffe, dass er dir keine Wahl gelassen hat. So oder so ist die Bank begeistert von dieser Sache. Ich habe meinen Teil erledigt. Jetzt seid ihr an der Reihe. Ja, absolut. Hey, ich finde, unsere Zusammenarbeit funktioniert prächtig, nicht wahr? Wenn du weitere Aufträge haben willst, lass es mich wissen. Wir machen das. Aber hier hast du deinen verdienten Finderlohn. Ja, ich glaube, von denen möchte ich erstmal keine Aufträge bekommen. So, dann würde ich mal schauen, was wir noch so offen haben. Beweislast hätten wir noch. Sichere Himmel. Commander Tuala hat mich angewiesen, zum Planeten Kerbeam zu fliegen und dort aggressive Schiffe auszuschalten. Sprengzone. Eine Wache meint, dass Mr. Tate versucht, den Leuten im Stretch zu helfen. Vielleicht kann ich ihn dabei unterstützen. Fischige Geschäfte. Yannick LaGrand braucht Aurora, um seinen Ring Blend zu brauen. Ich habe eine gefälschte ID für Rayleigh Chernyshevsky und muss mir damit einen Job bei Xenofresh Fisheries beschaffen, da ich Neshas Kontaktperson finde. Das Casting bei Upside Strikers hängen bei Madame Sauvage Place ab. Hoffentlich haben die Disciples, eine rivalisierende Gang, ihnen eine Abreibung verpasst. Vielleicht können die Strikers Hilfe im Kampf gegen sie gebrauchen. Der große Laredo Coop. Auf dem Weg durch Aquila City haben mich zwei Mädchen um Hilfe gebeten. Ich sollte mit ihnen reden. Oh. Daran kann ich mich nicht erinnern, aber zwei Mädchen, also Kinder, haben mich um Hilfe gebeten. Dann warum helfe ich den Kindern dann nicht? Also Kindern helfen ist immer gut. So. Obwohl, ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei einer Stunde. Dann würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.